Willkommen bei Wordconomy. Heute geht's um die sogenannte Rückwärtskalkulation. Die Rückwärtskalkulation wird immer dann angewandt, wenn der Nettoverkaufspreis eines Produktes oder einer Dienstleistung bereits bekannt ist und herausgefunden werden soll, zu welchem Preis das Produkt oder die Dienstleistung bezogen werden soll. Dieser Preis wird als Bezugspreis verstanden. Schauen wir uns am besten direkt mal folgenden Fall an. Wir sind für die Preiskalkulation eines Elektrofachgeschäftes zuständig. Wir planen derzeit, die Kennercamp 200 ins Sortiment aufzunehmen. Im Zuge dessen haben wir eine Kundenbefragung durchgeführt und kamen zum Ergebnis, dass der optimale Angebotspreis der Kamera bei 99 Euro liegt. Ein Angebotspreis von 99 Euro spiegelt somit die Zahlungsbereitschaft unserer Kundschaft wider. Zu unserem Lieferanten pflegen wir eine enge und langjährige wirtschaftliche Beziehung. Wir sind demnach in der Lage, die Bezugspreise mit unseren Lieferanten auszuhandeln. Da uns der Angebotspreis bereits bekannt ist, wollen wir natürlich ebenfalls wissen, zu welchem maximalen Bezugspreis wir die Kamera einkaufen müssen, damit sich der Verkauf der Kennercam 200 auch lohnt. Wir planen also eine Rückwärtskalkulation durchzuführen, bei der wir mit dem Angebotspreis anfangen und im Ergebnis unseren kalkulierten Bezugspreis erhalten. Zunächst schauen wir uns unsere Kalkulationsgrundlage an. Wir kalkulieren mit einem Kundenrabatt von 4%. Das heißt, dass wir unseren Kunden als Kundenbindungsmaßnahme einen Rabatt von 4% auf die Einkaufssumme gewähren. Außerdem bieten wir unseren Kunden einen Skonto in Höhe von 2% an. Einen Preisnachlass in Form eines Kontos bieten wir also für diejenigen Kunden an, welche die Kamera sofort bezahlen, das heißt, bei denen kein Zahlungsziel in Frage kommt. Unser Gewinnzuschlag beträgt 15%. Das heißt, dass wir damit kalkulieren, 15% der Verkaufssumme als Gewinn einzubehalten. Schließlich rechnen wir mit Handlungskosten in Höhe von 20%. Zu den Handlungskosten zählen alle übrigen handelsbezogene Kosten, wie etwa Personalkosten, Mietkosten, Transportkosten oder auch Verwaltungskosten. Nun beginnen wir mit der Rückwärtskalkulation. Wir fangen die Kalkulation mit dem Nettoverkaufspreis in Höhe von 99 Euro an. Der Nettoverkaufspreis ist der Angebotspreis ohne Mehrwertsteuer. Da die Mehrwertsteuer ja an das Finanzamt abgeführt werden muss und wir somit mit dieser nicht wirtschaften, wird dies in unserer Kalkulation auch nicht weiter berücksichtigt, weshalb wir demnach mit dem Nettoverkaufspreis beginnen. Vom Nettoverkaufspreis ziehen wir im ersten Schritt den 4%igen Kundenrabatt in Höhe von 3,96 Euro ab. Die Berechnung des Kundenrabatts ist ganz einfach. Wir rechnen einfach nur 99 Euro für den Nettoverkaufspreis mal die 4% des Kundenrabatts und teilen das Ganze dann durch 100 und erhalten somit 3,96 Euro. Jetzt ziehen wir den Kundenrabatt in Höhe von 3,96 Euro von unserem Nettoverkaufspreis in Höhe von 99 Euro ab und erhalten unseren sogenannten Zielverkaufspreis von 95,04 Euro. Als nächstes müssen wir den 2%igen Kundenskonto berechnen. Der Kundenskonto beträgt 1,90 Euro. Auf die 1,90 Euro sind wir gekommen, indem wir die 95,04 Euro des Zielverkaufspreises mit den 2% des Kundenskontos multipliziert haben und das Ganze wieder durch 100 geteilt haben. Jetzt ziehen wir wieder den Skontobetrag von 1,90 Euro vom Zielverkaufspreis von 95,04 Euro ab und erhalten den sogenannten Barverkaufspreis in Höhe von 93,14 Euro. Als nächstes müssen wir unseren 15%igen Gewinnzuschlag berechnen und erhalten einen Gewinnzuschlag in Höhe von 12,15 Euro. Bei der Berechnung müssen wir jedoch aufpassen. Da der Gewinnzuschlag ja bereits im Barverkaufspreis erhalten ist, müssen wir diesen quasi rausrechnen. Hierfür multiplizieren wir den Barverkaufspreis in Höhe von 93,14 Euro mit unserem Gewinnzuschlag von 15%, teilen jetzt aber anstatt durch 100 durch 115. Also 100% plus des 15%igen Gewinnzuschlages, um diesen rauszurechnen. Wir erhalten also einen Gewinnzuschlag in Höhe von 12,15 Euro. Den Gewinnzuschlag ziehen wir wie gewohnt von unserem Barverkaufspreis ab und erhalten unsere Selbstkosten von 81 Euro. Schließlich müssen wir noch unsere 20%igen Handlungskosten berechnen. Die Handlungskosten betragen 13,50 Euro.
Berechnet haben wir diese, indem wir unsere Selbstkosten von 81 Euro mit den 20% der Handlungskosten multipliziert haben und auch hier wieder durch 100 plus den 20% der Handlungskosten, also durch 120 geteilt haben, was Handlungskosten in Höhe von 13,50 Euro ergibt. Im letzten Schritt ziehen wir noch die 13,50 Euro Handlungskosten von unseren Selbstkosten von 81 Euro ab und erhalten einen Bezugspreis in Höhe von 67,50 Euro. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Rückwärtskalkulation hier noch nicht zwingend abgeschlossen sein muss. Wäre jetzt beispielsweise noch ein Lieferskonto oder ein Lieferrabatt gegeben, müssten wir diese natürlich mit einbeziehen, indem wir diese aufaddieren, da wir ja in diesem Fall Skonto und Rabatt von unserem Lieferanten kassieren würden. Unser Lieferant bietet uns aber keinen weiteren Preisnachlass, sodass es bei unserem kalkulierten Bezugspreis in Höhe von 67,50 Euro bleibt. Jetzt wissen wir, dass wir die Kennercamp 200 für maximal 67,50 Euro beziehen müssen, um alle Kosten zu decken und einen Gewinnzuschlag von 15% zu erhalten. Den kalkulierten Bezugspreis teilen wir unseren Lieferanten mit und unser Lieferant ist nach einer kurzen Verhandlung auch bereit, uns die Kamera für diesen Bezugspreis zu liefern. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der Rückwärtskalkulation zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.